Große. Wie geht's voran? Ey, ist vor dem Finale. Das sieht aus wie ein Battlebus. Hey, Dick. Was geht? Hey. Was ist das? Oh, frag ihn. Tja. Der Truck ist groß wie ein Panzer, ja? Mhm. Ich dachte, machen wir ihn doch zu einem. Heilige Scheiße. ist das fertig? Na, mal sehen, Dick. Kai. Oh ja, er ist bereit. Beladen wir ihn. Ich weiß, wo wir Kunstdünger herkriegen. Ich funk dich an, wenn ich bereit bin. Okay. Okay. Let's go. Vor ein paar Wochen haben wir so. Erinnert mich ein bisschen an Mudrunner. Der LKW. Anscheinend fahre ich jetzt wieder 2 Kilometer irgendwo hin, aber das können wir auch quick traveln. Schön, dass wir wieder zu Hause sind. Was ist das denn jetzt hier? Hordenkiller. Ach so, sollen wir jetzt auf einmal auch Horden um uns drum kümmern. Was ist hier los? Da treiben sich auch Horden rum. Dann wird das wohl nicht die letzte Folge sein. Wow. Die behalten wir für wann anders. Also das ist mal ganz klar wie Klosebude. Hier können wir quick traveln. Zum Rogue Tunnel. Let's go. Damit hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge des großen Days Gone Let's Plays. Hier auf deinem iPad. Was hast du vor? Ich bin ziemlich sicher, dass wir den nötigen Dünger drüben bei der Iron Butte Ranch finden. Iron Butte Ranch? Ja, ich meine, es ist ja nicht so, als ob Jesse und seine Ripper das Zeug noch brauchen würden. Ich meine, das war doch früher mal ein Golfplatz, oder? Da muss es irgendwo einen Hausmeisterschuppen geben, weißt du, mit Rasenmähern und so. Dünger. Absolut. Ja, ich werde sofort dahin fahren. Und wenn die Luft rein ist, dann sage ich Bescheid und dann kommt ihr mit dem Laster. Ganz genau, Bruder. Okay, unser Ende. Dick! Hörst du mich? Skizzo, du hast Nerven, mich anzufunken. Hey, da bist du ja. Hör mir endlich zu. Ich wollte das echt verhindern, dass sie Iron Mike töten. Ich wollte echt nicht, dass es so endet, Mann. Captain! Der Colonel will Sie umgehend sprechen. Mehr Beute. Ja, ist gut. Ich geh gleich rüber. Captain, hast dir ja ruckzuck eine Beförderung erschlichen. Dieser Army-Kram interessiert mich echt einen Scheiß. Du musst mir jetzt zuhören, Bruder. Ich bin nicht dein Bruder, Skizzo. Auch gut. Ich wollte nur, dass du weißt, als Kure die... Ich muss. Die Story will, dass ich jetzt die Horde umnocke. Okay. Ausgehauen hat, ist der Colonel durchgedreht. Er dachte, sie hängt mit drin. Er ist voll durchgeknallt. Er jagte Lieutenant Whittaker. Er wollte sie töten. Deke! Deke! Ja, ich höre. Ich habe das verhindert, Deke. Ehrlich. Ich sagte ihm, dass wir Giftzeug brauchen, vielleicht um Freaks damit zu töten oder was auch immer. Was ist mit gegnerischen Camps? Die haben doch Wasservorräte. Was, wenn wir ihnen eine Dosis Schierling verpassen? Das könnte viele Probleme lösen. Wie auch immer, dem Colonel gefällt die Idee. Ich soll mich um die Arche kümmern. Ich soll sie absichern. Sie erstattet jetzt mir Bericht. Mir. Was willst du, Skizzo? Ich wollte dich nur warnen, Mann. Sie kommen. Ich kann nichts tun. Sie kommen. Und diesmal bringt der Colonel sein ganzes Gefolge mit. Soll er doch. Wir werden uns genau hier. Und wenn er kommt, ist er vorbereitet. Hey, Dick. Der Colonel wartet. Ich komm gleich, verdammt. Verschwinde. Hey, Dick. Ich muss jetzt los. Ich werde mit dem Attacker, aber von denen müssen. Captain Sarkozy, Ende. Komm her! Oh.
machst du denn jetzt, Bruder? Du sollst eine Rohrbombe werfen. Das war jetzt ein paar uneffektiv. Pass auf. Los, rennt. Run, motherfucker, run. Und weg, 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 weg. Nein, scheiße. Ich dachte, ich hab's im Griff, ne? Ich dachte, ich hatte es unter Kontrolle. Drecksbeute. Piss euch ins Gesicht. Ich muss wenigstens noch mal kurz auffüllen. Oh, fuck. 8 Präzisionsgewehrschüsse habe ich jetzt noch mal hier. Deke, hörst du mich? Naja, whatever. Ja, Ricky, ich höre dich. Ich wollte dir nur danken, dass du uns geholfen hast. Ja, kein Problem. Es tut mir leid, dass ich zu spät war. Warst du nicht... Wir kriegen ihn, Skizzo. Wir halten ihn auf, oder? Ja, wir kriegen den Kerl. Es tut mir echt leid wegen Sarah. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchmachst, jemanden zweimal zu verlieren. Ey, noch ist nichts verloren. Wir bauen eine große Bombe. Schon vergessen? Schön, dass du wieder da bist. Lost Lake braucht dich. Hey, Ricky, es war nicht sein Fehler. Iron Mike, ich meine, er wollte immer nur das Richtige tun. Ich weiß. Ricky Ende. Scheiße, nein. Das ist eine Horde. Nur noch ein paar mehr. Das ist ein ganzer Tanker voll der Hose. Damn, das habe ich nicht gewusst.
ganz viel werden es nicht mehr sein, oder? Dick! Hörst du mich? Skizzo, du hast Nerven, mich anzufunken. Guck, ob der unterbricht, um Buse anzufunken. Ja. Hör mir endlich zu. Ich wollte das echt verhindern. Dass sie Iron Mike töten. Ich wollte echt nicht, dass es so endet, Mann. Captain, der Colonel will Sie umgehend sprechen. Ja, ist gut. Ich geh gleich rüber. Captain, hast dir ja ruckzuck eine Beförderung erschlichen. Dieser Army-Kram interessiert mich echt einen Scheiß. Du musst mir jetzt zuhören, Bruder. Ich bin nicht dein Bruder, Skizzo. Auch gut. Ich wollte nur, dass du weißt, als Kure dich rausgehauen hat, ist der Colonel durchgedreht. Er dachte, sie hängt mit drin. Er ist voll durchgeknallt. Er jagte Lieutenant Whittaker. Er wollte sie töten. Deke! Deke! Ja, ich höre. Ich habe das verhindert, Deke. Ehrlich. Ich sagte ihm, dass wir Giftzeug brauchen, vielleicht um Freaks damit zu töten oder was auch immer. Was ist mit gegnerischen Camps? Die haben doch Wasservorräte. Was, wenn wir ihnen eine Dosis Schierling verpassen? Das könnte viele Probleme lösen. Wie auch immer, dem Colonel gefällt die Idee. Ich soll mich um die Arche kümmern. Ich soll sie absichern. Sie erstattet jetzt mir Bericht. Mir. Was willst du, Skizzo? Ich wollte dich nur warnen, Mann. Sie kommen. Ich kann nichts tun. Sie kommen. Und diesmal bringt der Colonel sein ganzes Gefolge mit. Soll er doch. Wir bleiben jedenfalls genau hier. Und wenn er kommt, sind wir dieses Mal vorbereitet. Hey, Dick. Captain, der Colonel wartet. Ich komm gleich, verdammt. Verschwinde. Hey, Dick. Ich muss jetzt los. Ich werde Lieutenant Whittaker aber von dir grüßen. Captain Sarkozy, Ende. Mutig. Ach, verflucht seist du, Skizzo. Und das, mein Freund, waren alle. Oh mein Gott. Bruce, man. Hörst du mich? Die Luft ist rein. Ihr könnt jetzt den Laster rüberbringen. Da sind Gebäude westlich vom Golfplatz. Irgendwo dort werde ich warten. Verstanden. Hey, Dick. Überraschung für dich. Da bin ich gespannt. Großartig. Ich kann es kaum erwarten, Lügenende. Ja, dann. Nein, ich bin vor die Wand gefahren. Vorbereitet. Hey, Dick. So, sehr gut. Sehr gut. Ich brauche... Was zum Teufel ist das? Kleines Geschenk von Ricky. Ich kann zwar kein Bike fahren, aber ich schalte wie der Teufel. Ach, er macht jetzt Eiskugeln damit. Okay. Fahr ihn darüber. Okay. Okay. Oh Gott. Das sollte reichen. Okay, was jetzt? Kreosot. Ich funk dich an, wenn ich fertig bin. Wo zur Hölle kriegen wir 400 Liter Kreosot her? Das willst du nicht wissen. Warum auch immer er das nicht wissen wollen würde. Wo sind wir denn jetzt hier? Mega. Ganz, ganz neuartige Methode. Hörst du mich? Skizzo. Skizzo. Und wieder? Du hast Nerven, mich anzufunken. Wie oft denn noch? Hey, da bist du ja. Nee, wir machen direkt mit der nächsten Mission weiter. Ich kann mir Skizzos Gelaber jetzt nicht nochmal anhören. Ich muss warten. Ich kann nichts machen. Hör mir endlich zu. Dann looten wir. Ich wollte das echt verhindern. Dass sie Iron Mike töten. Ja, ich bevor wollte man sich das hier nochmal anhören muss, beende ich aber auch die Folge. Vielen Dank fürs Zugucken, Freunde. Der Colonel will sie umgehend sprechen. Morgen, nächste Folge.